Alarm, Alarm! Der Goldpreis schallte es heute Vormittag durch den Handelssaal der Börse Stuttgart. Und das lag daran, dass der Preis für die Feinunze Gold jetzt innerhalb von 2 Handelstagen schon um 10% gefallen ist. Da kann man durchaus von einem Crash sprechen. Auch Silber geriet unter Druck. Die Feinunze Gold kostete heute im Tief 1.388 US-Dollar. Für Silber musste 23,16 pro Feinunze bezahlt werden am Markt in London. Mittlerweile gab es eine leichte Erholungstendenz, aber dennoch sind die Märkte natürlich hier aktuell in Hab-8-Stellung. Doch woran lag es denn, dass die Preise so deutlich unter Druck gerieten? Nun, zum einen sind Rohstoffpreise insgesamt heute deutlich gefallen und das lag an Konjunkturnachrichten aus China. Denn das Bruttoinlandsprodukt ist dort im ersten Quartal im Jahresvergleich um 7,7% gestiegen. Das heißt, es ist ja eigentlich ein solides Wirtschaftswachstum, aber Analysten hatten hier mit 8,0% gerechnet und sagen nun, das Wirtschaftswachstum in China würde sich verlangsamen. Das ist für die Chinesen sicher kein Problem, aber für die Berechnungen der Analysten, was die Entwicklung der Weltwirtschaft angeht, schon. Und China gilt als wichtiger Importeur für Rohstoffe und dazu zählen dann auch die Edelmetalle. Darüber hinaus gibt es Spekulationen am Markt, dass die US-amerikanische Notenbank möglicherweise ihr Anleihenkaufprogramm etwas zurückfahren könnte. Das heißt, die expansive Geldpolitik etwas eindämmen könnte, hier vorzeitiger als bisher vermutet einen anderen Kurs einschlagen könnte. Und dies alles trug ebenso dazu bei, dass hier möglicherweise eben Inflationsängste zurückgehen könnten. Aber das Ganze, das wird man erst in ein paar Tagen so richtig analysieren können. Hinterher sind wir immer schlauer. Die Märkte sind jedenfalls kräftig in Bewegung. Und die Reaktionen der Börsianer hier, die waren äußerst interessant. Zum einen waren viele natürlich drin in Knockout-Calls auf die Feinunze Gold zum Beispiel. Hier musste man die Reißleine ziehen, um hier keine stärkeren Verluste zu erleiden. Viele Produkte dieser Art sind dann auch ausgenockt worden, weil das entsprechende Knockout-Level hier unterschritten wurde. Auf der anderen Seite gibt es die antizyklisch agierenden Anleger, die jetzt auf dem aktuellen Niveau einsteigen. In Bull-Zertifikate, in Long-Zertifikate, in Wave-Calls und auch Call-Optionsscheine auf den Goldpreis, aber auch auf Silber und hier auf eine baldige Gegenbewegung, eine Erholung hoffen. Und andere waren sogar drin in Bear-Zertifikaten oder Short-Zertifikaten und konnten von dem Preisverfall überproportional profitieren. Und deswegen sehen wir bei diesen Produkten aktuell sogar Gewinnmitnahmen.